Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Die Wahrheit ist einzig. Papst Franziskus warnt in einem neuen Buch vor der zweiten großen Flut aufgrund des Klimawandels. Eine große Flut, möglicherweise aufgrund eines Temperaturanstiegs und des Abschmelzens der Gletscher, wird jetzt passieren, wenn wir denselben Weg weitergehen. Ehrlich gesagt frage ich mich, ob es im Vatikan überhaupt noch eine echte Bibel gibt. Nein, im Ernst, eigentlich wollte ich mir dieses Video sparen. Doch möchte ich dieses Video nutzen, um eine Nachricht an alle lieben Geschwister aus der katholischen Kirche zu senden. Zuerst einmal überprüfen wir diese Aussage vom Papst anhand der Bibel. Die Bibel spricht nämlich von einem anderen Grund, wieso die damalige Welt vernichtet wurde. Aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse. Und Gott sah die Erde an, und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Nach dem Sündenfall von Adam und Eva hatte Gott die Verheißung gegeben, dass Gott selbst auf diese Erde kommen wird, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Doch zur Zeit vor der Flut war nur noch Noah untadelig und gerecht gewesen und wandelte als einziger mit Gott. Die ganze damalige Welt hat öffentlich gegen Gott rebelliert und hat ihren Weg verderbt auf der Erde. Bedenken wir, dass der Garten Eden damals noch für alle sichtbar war. An eine Evolution glaubte damals niemand, sondern man konnte immer wieder dorthin schauen und sich erinnern, wo man herkommt und wer der Schöpfer ist. Lieber Freund, hätte Gott damals Noah und seine Familie nicht gerettet, dann gäbe es keinen Menschen mehr, durch welchen der Messias hätte kommen können. Und somit wäre die ganze Menschheit verloren gewesen. Was viele hier unter Gottes Zorn verstehen, ist in Wirklichkeit mal wieder ein Beweis seiner unendlichen Gnade. Denn wäre Jesus Christus, Gott der Sohn, nicht auf diese Welt gekommen und hätte nicht sein Blut für uns vergossen, so wäre jeder einzelne von uns verloren. Doch kommen wir zurück zu der Aussage von Papst Franziskus und schauen wir uns diese mal wissenschaftlich an. Viele nennen es den Klimaschwindel und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann finde ich, wird der Name dem gerecht. Wir wissen zum Beispiel, dass durch die Corona-Maßnahmen ganze 8% der Emissionen eingespart wurden. Vereinfacht gesagt, wir Menschen haben 8% weniger CO2 ausgestoßen. Doch was lesen wir noch? Dass durch diese eingesparten 8% die Konzentration in der Atmosphäre kein Stück abgenommen hat. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der Mensch so gut wie keinen Einfluss auf den CO2-Gehalt in der Atmosphäre hat. Mit all unserem Treiben und Tun auf der Welt kommt der Mensch insgesamt nur auf kleine 3,5%. Der Rest wird durch die Vegetation, den Boden und vor allem durch die Ozeane erzeugt. Der Klimaschwindel hängt so nah mit der Evolutionslüge zusammen, dass er ohne diese sofort zerfallen würde. Doch mehr dazu gibt es in einem ausführlichen Video. Gott hat unseren Planeten perfekt geschaffen, ein perfektes Gleichgewicht mit perfekten Gesetzen. Wir Menschen meinen immer, so einen großen Einfluss darauf zu haben. Doch verblassen wir dabei nur noch, wie kleine Ameisen. Und lieber Freund, Gott hat uns nicht nur die Naturgesetze geschenkt, sondern auch das moralische Gesetz. Papst Franziskus schmeißt das alles über Bord. Nicht nur mit der jetzigen Aussage, sondern auch mit Aussagen, dass Gott in der Evolution gewirkt hätte. Oder dadurch, dass die katholische Kirche durch die Verlegung des Sabbats auf den Sonntag auch Gottes moralisches Gesetz mit Füßen tritt. Eines möchte ich jedoch noch klarstellen. Ich habe nichts persönlich gegen den Papst. Im Gegenteil, jeder sollte auch für ihn beten. Denn auch er ist ein Sünder wie du und ich, der die vergebende Gnade Christi braucht. Doch folgen ihm rund 1,3 Milliarden Menschen. Und lieber Katholik, liebe Katholikin, oder besser gesagt lieber Christ im Allgemeinen, egal aus welcher Glaubensrichtung, denkst du nicht, dass es langsam Zeit wird, die Bibel herauszunehmen und selber nachzuschauen, was Gott sagt? Anstatt dein ewiges Heil irgendwelchen Päpsten oder Pastoren anzuvertrauen, lass uns doch die Reise durch Gottes Wort zusammen fortsetzen. Wir begleiten dich gerne ein kleines Stück dabei, mit einem kostenlosen Bibelstudium. Melde dich einfach unter diewahrheitisteinzig@gmail.com. Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Vergiss natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Und lieber Freund, ich wünsche dir Gottes Segen und alles Gute.